Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster aus der Alpha. Ja, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund an unserer Schmugglerhöhle von unserer Achterbahn, hat sich einiges getan. Ich habe hier vorne noch ein bisschen rumdekoriert, ich habe hier noch ein bisschen rumdekoriert, ich habe eigentlich generell noch ein bisschen rumdekoriert. Hier sind noch ein paar Steine, hier haben wir jetzt ein Wrack, was ich hier so in zwei Brunnen eingefasst habe, dass es aussieht, dass es so ein bisschen im Wasser liegt und ich liebe einfach nur diese Scheinwerfer. Hier habe ich ein bisschen, ja, so eine Steinhöhle gebaut. Oh, da kommt jetzt auch gleich der Zug durchgefahren. Können wir hier direkt uns mal anschauen. Auch hier habe ich wieder mit den Scheinwerfern drin gearbeitet, mit rotem Licht und weißem Licht. Den hier hätte ich fast noch ausgetauscht, ganz gerne den Scheinwerfer. Aber ich komme da irgendwie nicht mehr dran. Ich kriege immer nur den Stein zu packen. Hier sehen wir das nächste. Hier backt leider der Tentakel durch, weil das nicht so gedacht war. Ich habe auch hier wieder einen Wohnzweck entfremdet und ein paar Scheinwerfer hingeklatscht. Und der kommt von, ja, von Zeit zu Zeit der Tentakel hoch. Wie gesagt, er backt ein wenig durch die Steine, weil der eigentlich für Unterwasser gedacht war. Und Wasser und Terraforming gibt es ja aktuell noch nicht. Das kommt in einem späteren, zum späteren Zeitpunkt der Alpha rein. Ja. Aber ich dachte mir, so kann ich das vielleicht integrieren. Und ich habe jetzt hier hinten schon ein bisschen angefangen. Ich wollte hier nämlich so ein bisschen, ja, ich wollte hier so, gerne so, wie so ein Piratenfort wollte ich hier drauf bauen. So eine Piraten, so eine Schmugglerhochburg halt. Klein Tortuga, wenn ihr so wollt. Und die Steine sollen dafür die Grundlage sein. Ich muss nur mal schauen, dass ich das irgendwie hinbekomme. Mit dem Building, ja, ich muss echt gucken. Decorations, ich sollte wahrscheinlich hier noch ein bisschen was an Steinen drumherum legen. Warte mal, jetzt bin ich schon wieder falsch. Nature, da wollte ich hin. Ich muss hier unten, das darf jetzt nicht so... Das sieht zu abgegrenzt aus. Da muss ich schon noch so ein paar Steine locker flockig drumherum legen, wie ich finde. Ich liebe diese. Ohne Witz, wache ich auf und summ das Lied vor mich hin. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Ich überlege gerade, ob man hier vielleicht auch noch so ein bisschen was. Vielleicht. Was haben wir denn hier noch so an. Vielleicht so ein paar Fackeln, die hier den Eingang, beziehungsweise so das. Die das nach außen hin beleuchten. Wäre vielleicht ganz cool, oder? Was meint ihr? Das wäre so ein bisschen nach außen hin. Das ist eine unheimliche Friemelarbeit gewesen. Ich habe ja relativ lange dran gehockt. Das sind unheimlich viele Steine übereinander. Aber ich habe wirklich Spaß an sowas. Und gerade deswegen ist eigentlich Planet Coaster das perfekte Spiel für mich, weil man hier einfach diese Freiheiten hat, die man vielleicht woanders gerade nicht hat. So. Zack. Ja, haben wir hier noch so ein paar Fackeln stehen. Ich finde, das ist eigentlich ganz süß so. Hier unten könnten wir vielleicht auch noch... Sowas könnte man hier natürlich auch hinstellen. Aber ist ja riesig. Das könnte man vielleicht hier so hinstellen. Natürlich nicht so, aber... Was haltet ihr denn davon? Ist vielleicht ganz cool. Könnte ich mir so vorstellen. Gut, wollen wir das vielleicht noch irgendwie anleuchten? Hier bei Decorations, vielleicht mit einer weißen nochmal. Müsste ich das hier so machen? Dann würde die ganze Schiene leider mit angeleuchtet. Boah, das ist ein bisschen tricky. Ich will eigentlich die Schiene nicht mit anleuchten. Ich weiß aber nicht, ob ich das anders hinbekomme. Ich glaube, ich bekomme das nicht anders hin. Dann machen wir das aber so.
Dann machen wir das aber so. Jetzt gehen wir nochmal zu Scenery, jetzt gehen wir nochmal zu Nature. Und dann schauen wir mal, dass wir dann noch so ein... So, hier, dann fährt er nämlich so daran vorbei. Ja, 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 das ist eigentlich ganz cool. Ich will nur, dass die Leuchte da unten nicht so auffällt. Jetzt muss natürlich die da wiederum höher, ansonsten fällt die auch nicht mehr auf die Fackel. Jetzt schwebt sie in der Luft, das ist doof. So. Also so in dieser Art werdet ihr vielleicht auch mal häufiger Gestaltungsfolgen bei mir sehen, weil ich da eben so extrem drin aufgehe. Und man hat hier einfach so extrem viele Möglichkeiten. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich mag das. Ich finde es irgendwie hübsch so. Wollen wir mal selber damit fahren? Wo ist denn die Bahn gerade? Die Bahn ist jetzt gerade oben. Dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das aktuell so aussieht. Können wir uns das mal eben anschauen. So, wir setzen uns in den Wagen rein, fahren nochmal diese rasante Fahrt. Ich habe noch ein paar Stellen ein bisschen ausgebessert. Ich glaube, das Fahrgefühl ist jetzt ein klein wenig weicher. Kommen die ersten Bremsen. Nicht viel weicher, aber ein bisschen, finde ich. Ein bisschen weicher ist es. Leider sind wir hier ein Ticken zu schnell. Und wenn ich hier eine Bremse eingebaut habe, dann ist der Wagen immer stecken geblieben. Also nicht irgendwie, dass er zu langsam war. Oh, ich finde, ja, 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 cool. Das Skelett ist da eigentlich ganz nice. Also nicht stecken geblieben im Sinne von zu langsam, sondern stecken geblieben im Sinne von, ich bin ein Bug, holt mich hier raus. Also es ist dann... der vorderste Wagen hing dann hier und dann haben sich alle Wagen da reingeschoben und dann ging gar nichts mehr. Und ja, da habe ich noch ein paar Flächen vergessen. Naja, das macht jetzt nichts. Ja. Von daher wollen wir vielleicht hier oben auf diese... Oh, da könnten wir sogar noch, da könnten wir noch einen Turm drauf bauen. Buildings, was haben wir denn da? Walls. Man könnte sowas hier. Das ist eigentlich fast zu groß. Dann schon eher so und dafür dann... Und dafür dann halt nicht... Dass es nicht so aussieht, als ob es begehbar wäre, sondern eher vielleicht so ein Signalturm, hätte ich fast gesagt. Oh, das ist falsch rum. Das andere ist auch schon falsch rum. La 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 la. So rum müssten wir. Jetzt so rum, jetzt so rum. Jetzt so rum. Machen wir es noch höher. Ich würde es erstmal, glaube ich, so lassen. Decorations. Was könnte man da jetzt noch... Oh, da könnte man... Oh, da könnte man. Da könnte man ja, da könnte man. Ja, ja, da könnte man. Ich weiß, das ist jetzt unheimliches, detailverliebtes Rumgequarkse hier, weil das ist eigentlich total shit egal. Diese Ringe sieht man von unten, müssen gar nicht mal unbedingt gleichmäßig sein, sieht man von unten sowieso nicht. Aber wie gesagt, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so krasse Sachen zu bauen, dann möchte ich die Möglichkeit auch gerne annehmen und die Chance. Sind ja heute immerhin schon einmal Achterbahn gefahren, von daher war es ja keine ganz langweilige Hüpffolge. Ja. So, da muss eine Fahne dran, da muss eine Fahne dran. Und hier. Man muss von Weitem erkennen, in wessen Hand das hier ist. Das muss man einfach aus der Ferne schon erkennen können, dass das ja eine Piratenhochburg ist. Oh, die Fackeln sind nice. Muss ich mal gucken. Das hat jetzt nichts mit dem Gebäude zu tun, wahrscheinlich kann ich es deswegen da nicht hinbasteln. Müssen mal gucken, aber dass wir vielleicht unten noch hinbauen können.
Okay, da hänge ich noch wie so Kanonenkugeln vielleicht dran. Wir könnten nach oben auch. Nice. Oh, das ist so, ne? Es ist einfach nur so geil. Was haben wir hier? Das ist eine rote Piratenflagge. Die ist auch nice. Die hier ist ein bisschen länger. Und die hier ist halt richtig mächtig. Oh, das sieht nice aus. Das sieht, oh mein Gott, ist das geil. Oh, ich krieg mich gerade gar nicht mehr ein. Nee, wenn wir da jetzt noch mehr dran machen, dann wird's too much. Was ich gerne oben noch draufstellen wollen würde. Warte mal, Roofs haben wir hier vielleicht. Nee, schade. Das haben wir nicht, was ich ursprünglich überlegt oder gehofft hatte. Na gut, macht nichts. Wall Extras haben wir auch nichts, das jetzt hier gerade interessant wäre. Haben wir sonst noch irgendwas? Wall Signs haben wir auch gerade nichts Interessantes. Ein Tavernenzeichen, sehr cool. Sehr, sehr cool. Pirate Toilet Banner. Ja, das ist eine große Toilette für Meerjungfrauen und Piraten, aber nur mit Holzbeinen. Und Augenklappe, anders kommt man da nicht rein. So, dann. Und jetzt wollte ich ja noch gucken, Decorations, ob ich das hier irgendwie, jawohl. Ich schwebe da jetzt leider so ein bisschen in der Luft. Kriegen wir das dann nicht noch richtig angebracht? So geht's schon eher. Vielleicht können wir das ja da oben noch dran machen. Oder wir machen hier oben nochmal so einen Schädel dran. Wäre auch nice. Oder das hier nochmal. Man hat so viele coole Möglichkeiten. Oh, hier ist ein ganz großen Kopf. Das ist doch nice. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich mag das. Ich könnte hier mit dem Bauen könnt ihr Stunden und Stunden und Stunden zubringen. Schaut euch mal an, wie awesome alleine das hier ist. Wie awesome alleine das hier ist. Ich hoffe, ich bekomme das vorhin und mache mir das nicht noch alles kaputt. Das hoffe ich wirklich. Das wäre schade, wenn ich das nicht hinbekomme. Aber ich wollte hier oben drauf noch eine Kanone stellen eigentlich. Warte mal, das war bei Scenery. Props. Da oben, das da wollte ich da noch draufstellen. Die stellen wir mal in die Richtung, weil wir unten schon eine Kanone haben, die nach rechts feuert. Stellen wir oben noch eine Kanone drauf, die in die Richtung feuert. So vielleicht, da noch was hin. Ist das da passend? Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich probiere ja mal gerne aus. Und sowas, finde ich, kann man hier auch schon mal so... Nee. Wir lassen uns hier noch was richtig Cooles einfallen. Da bin ich persönlich absolut überzeugt von. Boah. Wie nice ist der denn bitte? Wie nice ist der denn bitte? Könnte man durch den... Nein, durch das Auge kann man keine Achterbahn durchführen. Weil man könnte rein theoretisch den Kopf so hier hinhängen. Den können wir sogar tiefer hängen. Boah, komm, das machen wir jetzt noch.
Die muss ich ein bisschen mehr zur Seite schieben. Jetzt passt er hundertprozentig von der Position. Aber ich bräuchte. Müsste ein bisschen höher. Ich glaube, so müsste es genau passen, inklusive Headshopper-Moment. Und dann würde ich schauen, dass ich hier das vor so ein bisschen zwischendrin mal kurz, dass das weniger ist. So, hier Leute. Achterbahn. Ich muss nochmal schnell in die Bahn rein. Ich muss was testen. Gut. So, gerade noch geschafft, bevor es in die heiße Phase geht. Jetzt müssen wir gleich ausprobieren. Schön, ich kann hier auch pausieren. Jetzt müssen wir mich gleich gucken, ob das passt oder ob das doch zu niedrig ist. Es ist ein Ticken zu niedrig, aber es ist sehr, sehr cool. Das ist ja keine Sache, die wir nicht noch ändern könnten. Also, Kopf nochmal oder machen wir den... Ne, auf die Seite nicht. Nee. Wir lassen ihn schon auf dieser Seite, dass es für die Achterbahnfahrer mehr interessant ist, als für diejenigen, die draußen stehen und gucken. Das passt jetzt definitiv. Jetzt brauchen wir da drin aber nochmal ein bisschen was. So, Nature, wir brauchen jetzt da drin nochmal ein Steinchen. Und hier aus, sonst sieht es einfach irgendwo merkwürdig aus, weil der hängt einfach nun mal nicht einfach nur so da. Wir müssen die Wangenknochen, das werden jetzt ausgeprägt, sehr ausgeprägte Wangenknochen. Ja, ob das mal durch den TÜV geht, ob das so sicher ist, das wage ich ja zu bezweifeln. Aber diesmal... Da kommt der Wagen angerauscht. Jawohl. So ist das doch schick. Diesen Busch hier müsste ich jetzt ein bisschen anders. Bitte, bitte lass mich jetzt da noch dran. Ansonsten muss ich hier halt noch einen hinsetzen. Da fällt das mit dem anderen Busch schon gar nicht mehr so auf. Was nicht passt, wird passend gemacht. Da, 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 da. So. Ja. Das Einzige, was ich jetzt unbedingt noch verändern muss, ist, dass hier definitiv Licht rein muss. Buildings. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Ob ich, also so wie ich mir es vorstelle. Ich hätte jetzt nämlich gerne so ein Leuchten in dem Schädel drin. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Oder kann ich das... Rein theoretisch könnte ich das tatsächlich sogar schaffen.
Oh mein Gott. Ich glaube, das wird vielleicht ein bisschen zu tricky. Haben wir hier sonst noch irgendwie eine Möglichkeit, das zu beleuchten? Vielleicht mit ganz normalen? Wir müssten quasi rote Beleuchtung nach oben jagen. Naja, ich würde sagen, ich lasse das hier jetzt erst einmal so. Und ob ich das noch hinbekomme, ich versuche das einfach mal noch ein bisschen im Off zu basteln. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch gefällt, was ich jetzt hier bislang gebaut habe. Und ich habe euch nicht gelangweilt damit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, joho, ihr Landratten, seid wieder mit dabei. Tschüss!